Herzlich willkommen zu unserer letzten Veranstaltung unserer diesjährigen Reihe aus Europa zwischen Euphorie und Ernüchterung, haben wir sie genannt. Wir sind den Umbrüchen des Jahres 1989 nachgegangen, den kurz-, mittel-, längerfristigen Folgen, den Entwicklungen im östlichen Europa seit 1989. Und wir haben die Bilder vom Mauerfall gesehen in Berlin, von der Menschenkette im Baltikum, vom Baltischen Weg, von dem Helikopter, der das Ehepaar Ceausescu dann in Sicherheit, aber eben nur in sehr kurzfristige Sicherheit transportiert hat. Und wir haben viele ikonische Bilder gesehen in diesen Vorträgen über die einzelnen Schauplätze, 1989 Bilder, die um die Welt gegangen sind. Das Jahr 1989 hat auch für die Medienberichterstattung, insbesondere natürlich die westliche Medienberichterstattung aus dem östlichen Europa, eine neue Welt eröffnet und zum ersten Mal wirklich seit Jahrzehnten unzensiert berichtet werden konnte, wo neue Themen aufgegriffen wurden, neue Orte bereist wurde und damit halt auch unser Bild dieser Region sich wirklich verändert hat. Und sind natürlich zum Teil auch heute noch die Medienberichte, die diese uns immer noch weniger bekannte Hälfte Europas näher bringen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier am letzten Abend drei Menschen neben mir habe, drei Journalisten, die in diesen Regionen gearbeitet haben, sie bereist haben und sie uns eben auch hier in der Schweiz näher gebracht haben. Wir haben hier auf dem Podium, ich fange einmal mal links an, Urs Bruderer, der von 2014 bis 2018 Osteuropa-Korrespondent für das Schweizer Radio SRF war. Walter Müller, ebenfalls beim SRF Südosteuropa-Korrespondent von 2001 bis 2015. Und Daniel Wechlin, der von 2011 bis 2016 für die Neue Zürcher Zeitung aus Russland, aber auch aus dem weiteren GUS-Raum, also Kaukasus, Zentralasien, Ukraine, berichtet hat. Ja, wir werden auf diesem Podium diskutieren über die Erfahrungen dieser drei ehemaligen Korrespondenten, die Schwerpunkte ihrer Arbeit, wie sich diese im Verlauf der Zeit verändert haben. Nicht nur aber über die Inhalte, über die sie berichtet haben. Mich interessiert vor allem eben auch, wie sie das erlebt haben. Wie macht man eigentlich so Berichterstattung aus Osteuropa für die Schweiz? Was für Herausforderungen stellen sich dabei? Wie sieht es auf dem Terrain aus, also in diesen vielfältigen Regionen, wo Sie unterwegs waren? Und wie sieht es dort auch in Sachen Medienlandschaft aus? Das ist ein Thema, das in den letzten Sitzungen schon ein paar Mal, in den letzten Vorträgen schon ein paar Mal angesprochen wurde. Hier ist einiges im Umbruch. Wie beeinflusst das auch eure Berichterstattung aus Osteuropa? Fragen werde ich hoffentlich nicht alleine, also ich werde hier in einem ersten Teil einleiten in eine Podiumsdiskussion und im zweiten Teil möchten wir das natürlich wie immer auch für das Podium öffnen. Es wird ein Podcast erstellt von dieser Veranstaltung, deshalb bitte ich Sie, nachher das Mikrofon Ihre Fragen zu sprechen, wenn das Mikrofon kursiert, damit wir auch Ihre Fragen dabei haben. Ja. Ich glaube, um etwas einzuleiten und gerade nochmal zurückzugehen in das Jahr 1989, wo wir angefangen haben, würde ich gern von Ihnen eigentlich erfahren, wie Sie dieses Jahr erlebt haben. Ich kann nur für mich sprechen. Für mich war das ein markantes Jahr. 1989 war ich ausgerechnet als Austauschstudentin in den USA und bin eines Tages nach Hause gekommen und meine Gastmutter meinte, hey, die Berliner Mauer ist weg. Und ich war einerseits schockiert und andererseits muss ich sagen, auch ein bisschen verärgert, weil ich doch den Eindruck hatte, jetzt passiert endlich mal was in Europa und ich bin nicht da. Also, dass ich dieses Ereignis, was mir von Anfang an sehr wichtig erschien, eben nicht mitbekommen habe. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie auch haben Sie Osteuropa in diesem Zusammenhang 1989 wahrgenommen? Hat das auch Sie vielleicht mittel- oder kurzfristig angeregt, sich mit Osteuropa zu beschäftigen? Oder waren es ganz andere Umstände, die Sie nach Osteuropa so verschlagen haben, sage ich mal? Bei mir war es ähnlich wie bei Ihnen. Ich war zwar in Europa, ich war da, aber irgendwie war ich auch nicht da. Ich war damals 19 Jahre alt und fiel wohl in die Kategorie, die Medienwissenschaftler heute News-Deprivierte nennen würden. Ich interessierte mich für Physik und Philosophie und solche Dinge und habe bisschen Zeitung gelesen, aber nicht sehr viel und habe schlicht nicht wirklich gemerkt, was da los war.
so richtig zu interessieren begonnen, habe ich mich dann erst, als ich in Brüssel Korrespondent war fürs Radio und dort entdeckt habe, dass auch in Brüssel, wo doch diese Länder dabei sind und eigentlich eine Stimme haben, eine laute Stimme haben, fast nie über diese Länder und mit diesen Ländern gesprochen wird, dass ja auch dort eigentlich sowas wie die dunkle Seite Europas sind. Da hat es mich dann wirklich Wunder genommen. Ich war damals Redakteur und Moderator. Ja, jetzt ist gegangen. Entschuldigung. Gut, Redakteur bei und Moderator bei DRS3, der Nachmittagssendung. Verwunderung und Erstaunen, was da passiert ist. Und eigentlich darf ich nicht vergessen, ich bin ein Kind des Kalten Krieges in Thun aufgewachsen, die Rekrutenschule in der Innerschweiz gemacht und so. Und wir haben immer gegen die Russen gekämpft und der Feind, der war immer rot und so weiter und so fort. Also gehirnmäßig musste ich eine wahnsinnige Umstellung machen in dieser Zeit. Und mir ans Lebendige gegangen ist es allerdings dann mit den Zerfallskriegen in Jugoslawien, 91 und so weiter. Dort ist es mir dann sehr nahe gegangen. Ich kann mich auch noch gut erinnern, Walter Müller hat gesagt, er sei ein Kind des Kalten Krieges. Bei mir hat sich das anders manifestiert. Ich war tatsächlich noch ein Kind. 1989 war ich 12 Jahre alt. Und ich kann mich wirklich noch an diese, an mehrere ikonische Bilder erinnern. Eines hat sich ganz stark in mein Gedächtnis eingebrannt. Wir hatten dazumals, eben mit 12 war ich dazumals noch zu Hause, in einem Vorort von Luzern. Wir hatten so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ein Bild, das mir sehr Eindruck gemacht hat, das war, glaube ich, aus dem Sommer 1989, als der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher auf der deutschen Botschaft in Prag die berühmte Rede auf dem Balkon gehalten hat. Mhm. Ich konnte das als Zwölfjähriger nicht so richtig einordnen, aber er hat ja kaum mit dem Sprechen angefangen und wo er die Worte sagte, ja, die EDR-Bürger könnten jetzt ausgeziehungsweise dann wieder einreisen. In den Westen ging ja ein Raunen und Freudenschreie durch die Menge, die sich vor der deutschen Botschaft in Prag eingesammelt hat. Und das war eines von vielen Bildern, das mich seit 1989 eigentlich nie mehr losgelassen hat und dann tatsächlich mein Interesse für Osteuropa, insbesondere dann später für Russland, angefacht hat. Und mich dann auch dazu geführt hat, quasi mein Studium entsprechend so zu wählen, dass ich diesem Raum auch rein meiner Ausbildung und sprachlich näher komme. Das war bei mir ähnlich. Die Neugier hat mich dann getrieben, weil ich habe realisiert, wie wenig ich weiß, was hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang überhaupt ist. Wer da ist, was sind das für Leute? Gut, ich habe gelesen und es gibt Romane und so weiter, aber ein Gesicht bekommen haben diese Staaten, diese Menschen erst mit dem Mauerfall. Das ist tatsächlich so. Wir haben das Stichwort Raum schon angesprochen und ich glaube, Raum ist so ein bisschen ins Terrain zu gehen. Raum ist für mich so ein bisschen der nächste Schwerpunkt, über den ich gerne etwas wissen möchte, weil wenn man das so hört, mein Osteuropa-Korrespondent, das ist ja ein Gebiet beim SRF, was eigentlich von Polen bis Rumänien geht, also was ganz viele Länder abdeckt, dann eben Russland, Zentralasien, Ukraine, Kaukasus. Das sind wahnsinnig große und heterogene Gebiete, die hier abgedeckt werden, sprachlich unterschiedlich, das Klima, die Leute, nur schon die Distanzen, also gerade natürlich eben im Fall Russlands, die man überbrücken muss. Und ich würde gerne ein bisschen von Ihnen erfahren, eben wie Sie mit diesem Raum so umgegangen sind. Zum einen hatten Sie alle Ihr Standquartier in einer Hauptstadt, oder? In Prag, in Belgrad, in Moskau, also in diesen Metropolen, die auch eine große Rolle spielen in Osteuropa als Zentrum, gerade für das ganze Land, manchmal für die ganze Region. Wenn Sie sich erinnern, so als Sie das erste Mal angekommen sind in Ihre neuen Standquartiere, quasi, wie ist es Ihnen ergangen als erste Begegnung mit dem
ehemaligen Sozialismus vielleicht oder vielleicht eben mit einer ganz neuen Welt? Für mich war es, ich kam nach Belgrad im Februar 2001. Im November 2000 wurde Milosevic gestürzt, der Präsident. Und für mich war es beinahe wie in ein Kriegsgebiet zu kommen, weil Belgrad war völlig unterentwickelt, beinahe zerstört wegen der internationalen Sanktionen in den 90er Jahren. Also es gab keine Flugverbindungen. Den Lohn, das Geld, das musste ich im ersten Jahr immer von der Schweiz nach Belgrad tragen. Überweisungen waren nicht möglich. Staubsaugersäcke gab es nicht. Das haben die Menschen in Serbien dann selber produziert. Und Belgrad, keine Ampeln funktionierten. Die Fußgängerstreifen, die gab es nicht mal. Man sah noch einige weiße Stellen. Und die ganze Stadt, die Gehsteige, die Trottoirs, die waren überstellt mit diesen Kiosken, weil über Jahre hat Serbien nur via den Schmuggel gelebt. Und es wurde alles auf der Straße verkauft. Geschäfte gab es kaum, Restaurants gab es nur wenige. Und dem Fremden gegenüber war man irgendwie sehr misstrauisch, im Sinn von, wenn ich ins Restaurant komme oder ins Geschäft, muss ich mich damals gewöhnen, dass man mich beinahe angebellt hat, im Sinne von, Stotschisch, was willst du, warum willst du etwas? Also diese irgendwie Klaustrophobie, das war wirklich eine Klaustrophobie, die Leute konnten nicht mehr reisen, nichts mehr, sind auch im Lande selber wenig gereist und dann die Kriege der 90er Jahre, das war das Legat dieser Kriege. Bei mir hat es geschneit, als ich angekommen bin. Das war im April 2011. Wer Moskau und Russland kennt, das ist nichts Außergewöhnliches, dass nochmals im April nochmals die Kälte oder nochmals der Schnee kommt. Das ist mir insofern sehr gut in Erinnerung geblieben, weil wir hatten dazumals einen sehr milden Frühling. Also ich glaube, es war noch 20. Ich habe ihn noch mit Freunden getroffen, das letzte Mal grillieren in Zürich und dann einen Tag später Moskau, wie man sich das so vorstellt, wenn man an Klischee denkt. Ich habe dann aber sehr schnell realisiert, es ist eine Stadt im Aufbruch. Es war auch gerade die Zeit 2011, 2012, wo wieder der Wechsel war von Dmitri Medvedev zurück zu Putin. Entsprechend hat die Stadt auch darauf reagiert, im positiven wie im negativen Sinne. Also es war eine Zeit, wo sehr viel im Stadtbild passiert ist. Pro und Contra Putin, Pro und Contra Kreml waren auf der Straße. Und gleichzeitig war eigentlich auch noch ein Wechsel, der gerade diese Woche wieder in Erinnerung gerufen worden ist. Juri Luschkow ist ja diese Woche verstorben, der langjährige Bürgermeister von Moskau, und er war 2010, ist er zurückgetreten, und mit Sabjanin kam 2011, 2012 ein neuer Bürgermeister, und der hat es dann in der kürzester Zeit verstanden, zumindest im Zentrum von Moskau, ein Stadtbild zu entwerfen, das wirklich beeindruckend ist. Wer es sich leisten kann inzwischen sehr gut in Moskau leben. Es ist eine äußerst attraktive Stadt, wo ich zuletzt mit dem Klappfahrrad, mit dem Klappvelo unterwegs war und habe im Gorki Park meine freien Stunden verbracht beim Boule-Spiel, bei einem feinen Weißwein. Und wenn man einfach wenige Jahre zurückdenkt, was das einfach von der Städteentwicklung her für eine Entwicklung ist, ist das wirklich bemerkenswert. Ich kann da vielleicht anknüpfen, als ich in Prag ankam, Sommer 2014, hatte ich ziemlich schnell den Eindruck, da bin ich aber sehr angenehm weich gelandet. Ich habe meinem Kollegen gesagt, ich habe das Gefühl, das ist hier Osteuropa light. Er hat gesagt, stimmt nicht, das ist Westeuropa light. Und das stimmt auch tatsächlich für Prag. Prag geht es sehr, sehr gut. Es ist eine reiche Stadt, die ist reicher als manche französische Stadt, wenn man in den Statistiken schaut, der EU. Aber sobald man ein bisschen länger dort ist, fallen einem dann gewisse Dinge auf. Zum Beispiel sind manche Dinge einfach sehr, sehr billig.
auch in Prag. Viel billiger noch als in EU-Städten in Frankreich oder in Deutschland. Irgendwann kommt man dahinter, dass das damit zu tun hat, wo lokale Arbeit drinsteckt. Da ist der Preis einfach im Keller unten. Dann kann man irgendeinen Aussichtspunkt in Prag besteigen. Man sieht von überall dasselbe. Die Altstadt in der Mitte und rundherum überall auf den Hügeln die Plattenbauten. In diesen Plattenbauten wohnen all die Leute, die den Luxus für die wenigen, die im Zentrum wohnen, organisieren und erarbeiten. Und da merkt man dann doch, ja, es ist eine andere Topografie als in einer westeuropäischen Stadt. Mhm. Auf jeden Fall, das ist auch etwas, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen würde für all diese osteuropäischen Städte, die umgeben sind dann von den Vorstädten, wo die Realität eben ganz anders aussieht als im sanierten Zentrum von Moskau. Also wir haben wie dieses Zentrum, was auf eine Art auch ein bisschen Potjomkin schon fast manchmal ist, mit den renovierten Fassaden, dann die Vorstadt und dann, wenn man noch weiter rausfährt, dann geht es ja so aufs Land. Und Sie sind alle auch natürlich gereist in Ihrer Korrespondentenzeit und haben, denke ich, auch alle miterlebt, wie stark ländliche und städtische Gesellschaft gerade auch in osteuropäischen Ländern auseinanderklaffen. Wie haben Sie das erfahren? Das ist tatsächlich so. Ich finde, das zeigt sich in Russland und in Moskau sehr stark. Moskau ist nicht Russland, das würde ich so unterschreiben. Tatsächlich ist es so, wenn man außerhalb des äußeren Ringes unterwegs ist, hat man das Gefühl, nach einer halben Stunde, man ist wirklich in einem anderen Land oder in einer anderen Realität. Was ich als Korrespondent mehrmals erlebt habe, umso weiter, dass ich mich weg von Moskau bewegt habe, umso leichter wurde auch meine Arbeit. Ich hatte einen besseren Zugang zur Bevölkerung und je nach Gebiet, es gab natürlich Ausnahmen, zum Beispiel den Nordkaukasus mit den Antiterrorgebieten. Umso weiter, dass ich von Moskau weg war, hatte ich sogar Zugriff zu den Behörden oder zu den lokalen Eliten. Also da war die Angst quasi oder die lange Hand des Kremls halt nicht mehr so gut spürbar. Und das hat mir dann als Korrespondent auch die Möglichkeit gegeben, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, was ich in Moskau nicht hatte. Und das war eigentlich eine Konstante, oder das hat sich, nein, ich muss es anders sagen, das hat sich bei mir oder in Russland verändert. 2011, 2012 hatten wir Auslandskorrespondenten eigentlich auch in Moskau noch einen gewissen Zugang zu den offiziellen Behörden, zur Politik, zu Parlamentariern zum Beispiel aus der Staatsduma. Das hat sich mit der Rückkehr von Putin und mit der anschließenden innenpolitischen Verhärtung ganz klar geändert. Aber in der Provinz ist das mit unter Umständen noch heute möglich. Und diese Möglichkeiten versuchte ich natürlich auch für meine Reportagen, für meine Analysen und im Kontakt mit der lokalen Bevölkerung auch zu nutzen. Ja, vielleicht, wenn ich gerade nachfragen, dann eben welche, die Provinz, ich kann mir vorstellen, eben, Sie sind, wie Sie sagen, sie ist infrastrukturell oder vom Reisen, von dem Aufwand her vielleicht mühsamer, dahin zu gehen. Aber wenn man mal da ist, hat man die Bedingungen wirklich offener, mit Menschen zu sprechen. Werden diese Menschen denn auch gehört? Also wird die Landbevölkerung oder die Provinzbevölkerung denn gehört auch politisch in der Stadt? Oder ist es vielleicht sogar eher so, dass Sie das Gefühl haben, jetzt kommt mal jemand und der hört Ihnen jetzt wirklich zu? Weil Sie sonst vielleicht selten befragt werden, wie es Ihnen eigentlich so geht und wie sich die Verhältnisse auf dem Land so gestalten. Es gibt beides. Also natürlich haben viele Leute in Russland außerhalb der Zentren oder im Osten des Landes das Gefühl, dass Moskau zu weit weg ist, dass sie vergessen gehen. Aber natürlich gibt es auch Zentren, zum Beispiel Vladivostok, also am Pazifik oder auch an der Grenze zu China, wo die russische Regierung versucht, mit Impulsprojekten den Unterschied zu machen und positive Entwicklungen in Gang zu setzen. Ob das erfolgreich ist, das muss ich erst noch weisen, aber im Grundsatz würde ich Ihnen recht geben, dass sich wahrscheinlich sehr viele Leute in der russischen Provinz tatsächlich abgehängt fühlen. Und dann hat man ja auch die
die Bewegung, die Migrationsbewegung halt einfach nach West, nach Westrussland oder halt eben in die großen Zentren allgemein. Also in Ex-Jugoslawien kommt dann noch hinzu, dass Jugoslawien ist zerfallen. Das war ein riesen Bundesstaat mit seiner Industrie. Und dann mit der Vereinzelung der Staaten ist von einem Monat auf den anderen sozusagen die ganze Industrie, ganze Industriekomplexe sind zusammengebrochen. In Nisch beispielsweise 25.000 Personen in einer Fabrik für Fernsehen, Waschmaschinen und so weiter und so fort. Von einem halben Jahr auf den anderen standen die alle auf der Straße, weil diese Firmen hatten keine Absatzmärkte mehr. Vorher war es Jugoslawien und die Nachbarstaaten, das war alles weg. Und genau das, dieser Zusammenbruch, hat den Stadt-Land-Graben noch vergrößert. Also wir haben in ganz Ex-Jugoslawien eine enorme Landflucht, also von der, vom Land in die Stadt. Serbien entleert sich buchstäblich von den Rändern her, vor allen Dingen Ostserben und Südostserbien. Ich habe dort eine alte Hütte in Südostserbien, nahe der Grenze zu Bulgarien. Ein Dorf, alles noch Häuser aus Lehmstroh, wohl mit Ziegeldach, aber Lehmstrohmauern. In den 70er Jahren 800 Einwohnerinnen und Einwohner, Schule, Laden, Kirche, alles. Und heute sind es noch 82 Personen, die fest dort wohnen und die leben einzig von ihren Schafen. Und das halbe Dorf ist zusammengefallen, die Häuser kollabiert, ist alles weg. Und Mika, mein Nachbar, der war Werkmeister in dieser Fabrik, in Nisch, und er erzählt mir dann jeweils, wie sie in der Kantine 6 Menüs hatten, eines davon sogar ein Diätmenü in dieser Zeit, in Jugoslawiens Zeiten. Und jetzt hat er nichts. Er ist Rentner und bekommt eine Rente von 150 Euro. Aber er war Werkmeister. Er konnte etwas und hat sein Leben lang gearbeitet. Und jetzt ist er da und hat nichts. Und seine Nachbarn auch nichts. Wenn einer 20 Schafe hat, dann ist das schon gut. Aber von Schafen allein lebt niemand. Ich habe ganz Ähnliches erlebt. Also ich kann mich an eine Reportage aus einem bulgarischen Dorf erinnern, wo ich mit dem Bürgermeister gesprochen habe. Er war 67 Jahre alt und hat mir stolz erklärt, er sei der jüngste Einwohner des Dorfes. Das war eigentlich ein Altersheim, das von den Insassen selber geführt wurde, faktisch. Also die haben mir dann erklärt, wie sie aufeinander aufpassen. Ja, der dort ist zuckerkrank, da gehe ich morgens vorbei und wenn er am Boden liegt, dann organisiere ich Hilfe. Also es war alles so organisiert. Aber auf Ihre Frage möchte ich noch etwas anderes sagen, ob die Leute denn eigentlich gehört werden im Zentrum. Ich finde, das ist eine interessante Frage. Und mein Eindruck ist, die Leute haben das Gefühl, in vielen Ländern, wo ich unterwegs war, dass die Regierung sich um sie kümmert. Das nimmt verschiedene Formen an. In Ungarn nimmt das zum Beispiel die Form an, dass sie das Gefühl haben, diese Arbeitsprojekte, mit denen Orban das Land überzogen hat, die helfen ihnen tatsächlich. Sie bekommen einen Job in der Gemeinde, der ist miserabel bezahlt, aber immerhin, es ist ein Job und es kommt ein bisschen Geld rein. Und wenn ein Vater und eine Mutter einen solchen Job haben, dann kommen sie irgendwie durch. In Rumänien wissen die Leute auf den Dörfern haargenau, dass wenn sie den richtigen Bürgermeister wählen, und der richtige Bürgermeister ist der, der von der Partei kommt, die Wahlen gewinnt, dass dann wieder mehr Geld ins Dorf fließt. Also die, und das ist auch eine Form, gehört zu werden. Also da gibt es schon Kontakte. Wenn es jemanden gibt, den Sie nicht hören und der nicht auf Sie hört, dann ist es auch häufig die Opposition. Man kann ihr das vorwerfen, aber man muss auch sagen, sie ist in einer strukturell sehr, sehr schwierigen Situation in vielen dieser Länder, weil eben auf dem Geld sitzt der in der Regierung sitzt. In Ungarn ist es noch dramatischer, da kontrolliert die Regierung auch faktisch fast die ganze relevante Medienlandschaft auf dem Land. Da gibt es keine unabhängigen Medien auf dem Land, die Leute konsumieren könnten. Es ist auch ein strukturell schwieriges Problem, da durchzukommen. Du sprichst da quasi die Perzeption von der Regierung oder vom Zentrum an, wie sie wahrgenommen werden auf dem Lande oder in den verschiedenen Staaten.
Das ist auch etwas ganz Spannendes in Russland. Mit vielen Leuten, die ich in Kontakt war, gerade in der Provinz, zum Beispiel in Südrussland, haben das Gefühl, dass die Regierung in Moskau ja eigentlich schon das Gute wolle. Also und das wird dann sehr stark personalisiert auf eine Person und Sie wissen, wen ich meine. Putin möchte ja schon das Gute, aber er sei halt einfach schlecht beraten. Von einerseits von den lokalen Behörden und auch von seinem innersten Kreis in Moskau. Und da gibt es natürlich auch in der russischen Literatur Analogien von einem guten Zaren, der eigentlich das Gute will, aber quasi halt einfach eben von einem Beraterstaat hinters Licht geführt werde. Und das ist eine Argumentation, die ich oftmals gehört habe und wo sich gar nicht auf eine bestimmte Generation jetzt eingrenzen lässt. Also dass man jetzt sagt, das waren vorwiegend ältere Leute. Nein, also diese Erzählung wurde mir auch von jüngeren Personen glaubhaft wiedergegeben. Das ist in Serbien erlebe ich das stark ähnlich, aber dort ist es ganz einfach sehr populistisch geprägt, weil eigentlich ist das Land völlig auf die Hauptstadt Belgrad konzentriert. Alles geschieht in Belgrad, auch das Geld, das Einkommen wird in Belgrad generiert. Und wer als Gemeinde keine Verbindung in die Stadt hat, keine politische Verbindung in die Stadt hat, ist abgesägt. Kommt nicht von ungefähr, dass in Serbien nur 3 Gemeinden von Oppositionspolitikern regiert werden und alle anderen Gemeinden gehören der SNS an, der Vucic-Partei. Das kann sich aber von einer Wahlnacht auf die andere ändern, weil, du hast es erwähnt, in diesem Dorf, wo ich vorhin gesprochen habe, in der Stadt Bela Palanka, die war DS regiert, also die Demokraten, noch vor 2012. Und eine Woche später ist die ganze DS-Partei in diesem Dorf, in dieser Kleinstadt, einfach zu Vucic übergetreten. Und das war's, das geht, das kann man so machen. Aber an den Rändern hat man schon den Eindruck, wir werden im Stich gelassen. Das ist einfach, weil Armut und Armut depriviert in jedem Belang. Armut nimmt das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein. Das geht so weit, dass die Menschen nicht einmal mehr ihr eigenes Land bestellen, weil hat doch keinen Sinn, ich kann es ja nicht verkaufen. Und für mich kann ich ein paar Karotten und Kartoffeln pflanzen, okay, aber schon Mais zu pflanzen, das ist schon zu viel Mühe, machen wir nicht. Also der psychologische Effekt von Armut, an den Rand gedrängt zu sein und keine Verbindung zu den Mächtigen, zur Machtzentrale zu haben, das ist brutal. Was du gesagt hast, dass quasi über Nacht ganze Eliten, lokale Eliten ausgewechselt werden können, das erlebt man in Moskau zuweilen auch. Es gab ja jeweils dann auch richtig gehende Kampagnen, wo der Kreml versuchte, quasi unliebsame Gouverneure wieder zu wechseln und so. Unter dem Strich verändert sich das, aber hat es keine positiven oder keine großen Veränderungen für die Bevölkerung im jeweiligen Oblast oder im Gebiet. Warum? Weil halt, egal ob jetzt links oder rechts die lokale Elite bildet, man schaut halt in erster Linie für die eigenen Leute, sprich der soziale Lift funktioniert weder, wenn jetzt quasi der Pro-Kreml-Gouverneur kommt oder wenn der Kreml-kritische Gouverneur kommt. Und das ist, glaube ich, so ein massiver Unterschied halt zu Westeuropa, wo wir halt in unserem Umfeld aufgrund von unserer Ausbildung und Leistung Perspektiven haben. Und in Russland ist das leider immer noch in weiten Gebieten nicht der Fall. Also die individuelle Entwicklung hängt wirklich vom Zugriff zu den lokalen Eliten ab. Aber ich glaube, du hast noch ein anderes Phänomen beschrieben, nämlich dass dieselben lokalen Politiker einfach die Partei wechseln, oder? Mhm. Weil das kenne ich auch. Also in Rumänien wechseln die Bürgermeister nach der Wahl, wenn es nicht gut rausgekommen ist, die Partei. Da versucht man jetzt das mit einem Gesetz in den Griff zu bekommen. Also ein bisschen flexibler
dort, irgendwie, wenn das Hand hat. Und ein interessantes Phänomen für mich als Korrespondent hat es das immer ein wenig schwer gemacht, über Osteuropa zu berichten, weil was eine Partei ist und was eine Partei bedeutet, ist so grundverschieden von dem, was das hier bedeutet. Wenn ich lese, die Sozialdemokratische Partei in Rumänien hat bla bla bla, dann weiß ich, entweder kennen die Leute Rumänien, hier drin kennen viele Leute Rumänien, weil sie Herrn Ursprungs Arbeiten kennen, dann können sie das einordnen, oder sie kennen es nicht und dann sind sie völlig irregeleitet. Und dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Parteilabels. Die ganze Parteienlandschaft hat eine völlig andere Geschichte, die Leute gehen völlig anders um mit den Parteien. Das ist ein echtes Problem für Korrespondenten. Und dann kommt die Korruption. Partei wechseln und absacken. Und Armut ist das eine, Korruption ist das andere. Und Korruption ist systemisch, geht top-down. Nicht nur werden dann alle Verwaltungsangestellten ausgewechselt, sondern auch der Schuldirektor und so weiter und so fort. Und das ist dann der Ort, wo man abzweigen kann. Und diese Korruption, die macht mich kaputt und die macht alle anderen kaputt. Bei jedem Wahlen ist Korruption das Hauptthema, aber alle wissen, nach der Wahl machen einfach die anderen genau gleich weiter. Also in Belgrad sagt man, jeder Pflasterstein auf dem neuen Trottoir wurde dreimal in Rechnung gestellt. Und man findet sich damit ab. Das ist einfach so. Dass aber das gesamte Gesundheitswesen deswegen nicht vom Fleck kommt und man nur eine Behandlung bekommt, wenn man jemanden kennt. Kennst du eine Krankenschwester, kennst du einen Arzt über 3, 4 Stellen, nur um einen Termin in nützlicher Frist im Spital zu bekommen und nicht 3 Jahre warten zu müssen für einen Eingriff und dann sicher vorher tot zu sein. Also es ist derart zynisch und es macht alles die Korruption. Muss man jemanden kennen oder reicht auch Geld? Es ist besser, wenn du jemanden kennst. Aber dann musst du schon die Person, die du kennst, musst du dann bezahlen. Oder diejenige Person, die dann jemanden kennt, muss auch bezahlt werden. Also kennen und bezahlen, das ist immer gekoppelt. Und sicher, am Schluss im Spital. Komm ins Spital, sollte operiert werden, notfallmäßig. Dann ist klar, die Krankenschwestern, die bekommen Kaffee, Tee, Saft, Schokolade. Und die Krankenschwestern muss man dann fragen, wie komme ich zum Internisten, damit ich überhaupt eine Eintrittsuntersuchung bekomme. Dann sagt die Krankenschwester, diese Ärztin im Büro Nummer so und so, 200 Euro im Kuvert, okay? Und dann geht es weiter. Und dann fragt man die Internistin, weil ich eine Operation machen muss, wie komme ich zum Chirurgen? 600 Euro morgens zwischen 7 und 8 in seinem Büro, er hat es am liebsten in einem Buch. Dann zahlt man diese 600 und nach der Operation nochmals 200. Das ist nicht in allen Städten so, also nicht in allen Spitälern so, aber mehrheitlich ist es so, ohne Geld, also ohne Bestechung und ohne Kontakte, kommt man nicht zur Gesundheitsversorgung. Und das immer noch. Die Stadt entwickelt sich wunderbar, so wie du das beschrieben hast, aber Gesundheitswesen und Korruption, das bleibt auf einer Ebene. Ich erinnere mich an die Folie, die Daniel Ursprung gezeigt hat, über die Zufriedenheit von Rumänen heute, also oder vor 3, 4 Jahren, mit bestimmten Bereichen der Gesellschaft und eben kurz nach 1989. Und da war zum Beispiel gerade das Gesundheitswesen, das ist in vielen, vielen Ländern so, einer der Bereiche mit dem höchsten Unterschied, also wo die Leute unendlich unzufrieden sind, wo sich aber seit Jahrzehnten eben nicht viel verändert. Aber vielleicht muss man auch sagen, also in Rumänien zumindest, sind nicht einfach Schurken von Ärzten, die da dick absahen, sondern die Löhne der Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind extrem tief, viel zu tief. Also die können gar nicht leben ohne diese Schmiergelder. Das wissen die Leute, auch dann sind sie auch bereit, die zu bezahlen. Und es gibt inzwischen auch interessante Ansätze, mit dem Problem umzugehen. Also in gewissen Spitälern wurden zum Beispiel Boxen aufgestellt, wo man den Leuten gesagt hat, bitte steckt es da rein und wir verteilen es dann. Also wir machen daraus quasi einen Lohnbestandteil und verteilen den ordentlich und transparent. Wir möchten nicht mehr, dass ihr das so bezahlt. Ob
das funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich habe es dann nachher nicht mehr weiterverfolgt. Aber die Leute versuchen, die Sache irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn im System schlicht und einfach zu wenig Geld drin ist. Und ja, ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückgehen, den Sie auch alle schon angesprochen haben, der ja auch damit zusammenhängt. Und das ist die massive Abwanderung von Personen, die natürlich, also einerseits innerhalb der Region ins Zentrum, dann zum Teil von osteuropäischen Staaten in anderen osteuropäischen Staaten. Also ich denke zum Beispiel von gerade an das ganze Pflegepersonal. Also das polnische Pflegepersonal arbeitet heute in Deutschland. In der polnischen Pflege arbeiten Ukrainerinnen hauptsächlich. Und irgendwo in der Ostukraine oder Westukraine gibt es dann halt niemanden, der da arbeitet. Außer man findet vielleicht jemanden aus Tadschikistan. Also es gibt so eine Kette. Und ja, eben auch das Beispiel aus Bulgarien hat es ja sehr deutlich gezeigt. Es gibt einfach eine unglaubliche Entvölkerung. Junge Menschen und Menschen im arbeitsfähigen Alter gehen weg. Und das, was bedeutet das eigentlich für den Sozialstaat und auch für den sozialen Zusammenhang? Also am Beispiel Serbien ganz klar. Ärzte und Ärztinnen, die wandern ab und es wird sogar organisiert. Also Deutschland rekrutiert Pflegepersonal und Gesundheitspersonal aktiv in Bosnien und in Serbien. Was zur Folge hat, dass Serbien die Spezialistinnen und Spezialisten ausgehen, weil die jetzigen Spezialisten und Spezialisten, die gehen in Rente, in Pension und da ist niemand da, der nachkommt. Was dann wiederum zur Folge hat, wenn ich für eine bestimmte Person keine Spezialisten habe hier, dann muss ich dafür ins Ausland gehen und noch mehr bezahlen, weil dort habe ich keine Krankenkasse. Also es ist ein totaler Teufelskreis. Und bei den jungen Brain Drain, das hat sogar noch zugenommen, pro Jahr in Serbien 50.000 bis 70.000 Personen, die gehen, weg sind. Und das auf eine Bevölkerung von 7 Millionen. Das Stichwort ist Brain Drain. In Russland gibt es zwei Bewegungen, eben die schon angesprochene Binnenmigration in die Zentren oder von Ost nach West. Natürlich gut ausgebildete junge Leute versuchen ihr Glück im Ausland, im nahen wie auch im fernen Ausland. Ich glaube, da unterscheiden sich unsere Länder vielleicht nicht so groß im Detail. Was in Russland immer wieder zu Diskussionen Anlass gibt, auch unter Wirtschaftsexperten, was ist mit der Kapitalflucht? Also geht wirklich derart viel Geld aus dem Land oder nicht? Also da gibt es diverse Untersuchungen, die teils zu konträren Aussagen gelangen. Weil Russland ist und bleibt, politische Situation hin oder her, halt ein Riesenmarkt. Und da ist halt gerade auch Westeuropa natürlich interessiert an lukrativen Geschäften. Und es gibt natürlich unter dem Deckmantel des Patriotismus in Russland auch Bewegungen, wo sagen, wir wollen in Russland bleiben, wir wollen in Moskau oder anderswo irgendwas aufbauen. Ob das wirklich ein Herzenswunsch ist oder nicht gegenüber, nicht aus einer Wagenburg-Mentalität herrührt, weil halt Russland oftmals zu Recht, aber nicht immer, kritisiert wird und so eine Verhärtung kommt und sagen, ja, alles, was von außen kommt, sei schlecht und darum bleibe ich jetzt bewusst hier. Es ist immer so. Das ist, glaube ich, die Herausforderung eines jeden Journalisten, eines Auslandskorrespondenten, das jeweils im Detail versuchen herauszufinden. Ich möchte noch ganz kurz etwas noch zur Gesundheitssituation sagen. Du hast genau richtig gesagt, der Arzt macht in Osteuropa nicht nur aus Dollerei die hohle Hand. Das gibt es auch. Aber in Russland ist es unter anderem auch so, dass halt einfach die Versorgungssicherheit mit gewissen Medikamenten gar nicht gewährleistet ist. Und dass der Patient dann gut beraten ist, wenn er Geld mitbringt und so dem Arzt in die Situation bringt, irgendwo irgendwie das Medikament zu kaufen. Bei Russland kommt noch erschwerend zu die Gesetzgebung. Gerade Schmerzpatienten haben in Russland, Schmerz- oder auch Krebspatienten haben in Russland oder auch in Zentralasien ein wirklich doppelt schweres Schicksal, weil der Gesetzgeber teilweise den Import von Schmerzmitteln verbietet. Weil es quasi unter das Antidrogengesetz geht, unter Opiate läuft. Das war mir einfach noch ganz wichtig. Ja, jetzt sind wir mittendrin in
einer Diskussion und ich überlege mir gerade, wo könnten wir noch ein bisschen weiter reingehen. Ich finde dieses Thema mit dem Sozialstaat finde ich eigentlich sehr spannend, weil ich persönlich glaube, dass da eine der größeren Miseren liegt, dass man halt auch in den letzten 30 Jahren eigentlich fast überall ein eher neoliberales Modell aufgebaut hat und die bisherigen vielleicht ja eher rudimentären, aber funktionierenden Sozialsysteme halt weggefallen sind und dass daraus auch ein großer Teil der Nostalgie ein bisschen für die vergangene Zeit herkommt, wo zumindest so eine Gleichheit in Armut, hat man das mal genannt, herrschte. Wie empfinden Sie denn so die Rolle, jetzt zum Beispiel gerade Sie, Usbruder, die Rolle der EU-Programme, diese Schwierigkeiten ein bisschen zu mildern? Gibt es da Ansätze von Seiten der EU, eben zum Beispiel Randregionen zu stärken oder irgendwie die Migrationsbewegungen ein bisschen verträglicher für die Einzelstaaten zu gestalten oder so etwas da anzusetzen? Weil die Verflechtung steigt ja enorm zwischen den ost- und westeuropäischen Staaten, aber die Lasten tragen sehr stark diese Gesellschaften. Da gibt es ja sehr viele Programme. Also gerade die regionalen Unterschiede, die sind etwas, was die EU unbedingt ausgleichen möchte. Da gibt es diese Fördertöpfe dafür. Das Problem ist, dass in den Ländern zum Teil die Strukturen schlicht nicht da sind, um sinnvoll mit diesem Geld umzugehen. Das ist eine der Geschichten, bei denen ich wirklich gelernt habe, umzudenken in meinen 4 Jahren als Osteuropa-Korrespondent. Und vorhin war ich ja in Brüssel und ich hatte immer den Eindruck, es ist doch eine wunderbare Sache. Man kann das auf Statistiken auch zeigen, die EU-Gelder helfen diesen Ländern. Das stimmt auch irgendwie, aber sie haben auch verheerende Wirkungen. Also ich habe in Bulgarien Leute von der Opposition gehört, die haben gesagt, diese Gelder sind des Teufels, sie machen unsere Gesellschaft kaputt, weil die fast nur in die Taschen von korrupten Leuten fließen, die dann für sinnlose Projekte, die viel zu teuer sind, investieren, an denen sie und ihre Buddies verdienen. Mhm. Und das wäre schon schlimm genug, aber es kommt noch hinzu, dass die ganze junge Generation lernt, es kommt nicht darauf an, dass du gut bist. Es kommt darauf an, dass du die richtigen Beziehungen hast und am richtigen Ort sitzt. Und dann kannst du eine sinnlose Straßenbeleuchtung irgendwo viel zu teuer verkaufen. Also die Leute dort sind inzwischen wirklich sauer, haben das Gefühl, ihr korruptes System werde dadurch gefüttert. Und ich glaube, diesen Vorwurf sollte die EU ernster nehmen, wenn es jetzt darum geht, zu überlegen, wie man in den nächsten Jahren Gelder verteilt, dann müsste man eigentlich über die Bücher. Das ist eindeutig so. Also gut, Kroatien ist seit 2013 EU-Mitglied. Und ich habe vorher intensiv und vorher aber auch in Bulgarien, Rumänien vor dem EU-Beitritt, wie alle gespannt waren. Und gerade in den Dörfern, in den Regionen ab vom Zentrum, hat man sehr viel Hoffnung auf diese Infrastrukturfonds. Straßen, jetzt wird alles besser, kommt alles besser. Und in Kroatien, um bei diesem Beispiel zu bleiben, war aber dann das Problem, die Regierung hatte die Infrastruktur nicht, Projekte zu bearbeiten. Also Kroatien hat keine 50% der zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, um Infrastrukturprojekte durchzuführen, weil zum einen keine Ideen da waren, aber viel, viel dringender, niemand diese bearbeitet hat. Es hat beim Staat eine Tür gegeben, wo alle Gesuche nach Brüssel, IPA-Fonds und so weiter, die kamen dort rein und dann war es vorbei. Die hatten die Leute nicht. Vor allen Dingen, die EU hat vorher Personal ausgebildet in Kroatien und mit dem EU-Beitritt sind die dann alle abgewandert in die Privatwirtschaft, weil dort muss man ja auch wieder wissen, wie man ein Projekt aufzieht, Gesuche stellt und so weiter und so fort. Und das ist bei allen Staaten, bei allen, auch bei den jetzigen Beitrittskandidaten wie Serbien, sind zu wenig Projekte da. Das Geld wäre da, aber die Projekte sind nicht da. Das ist zum Teil anders in den Ländern, wo ich unterwegs war. Die waren früher schon in der EU, die hatten ein bisschen mehr Zeit zu lernen. Polen war das erste Land, das sich gesagt hat, diesen Topf, den wollen wir leeren. Und die haben alles dran gesetzt, schon anfangs zum 2010 und waren sie stolz darauf, dass sie es schaffen, alle 100% abzuholen, die ihnen zugute stehen. Und ich glaube, meine Länder, die haben das
kopiert oder gelernt und wollten das nachmachen. Das Problem ist dann eben die Verwaltung, die sich dann darum kümmern müsste, dass mit diesem Geld auch wirklich das Optimum geschieht. An der hat es vielerorts gefehlt. Und ohne das statistisch jetzt erhärten zu können, ist der Eindruck der, wenn man von Polen her südwärts fährt, je weiter man geht, desto schlimmer wird es. Und ostwärts, also ich denke jetzt generell, als die Bürokratie, als auch durchaus ein Überbleibsel des sozialistischen Systems, wie kommt die heute auch zum Beispiel in Russland oder auch in Zentralasien zugang mit den Herausforderungen? Also die EU hat auch eine Vertretung in Moskau, aber was natürlich erschwerend hinzukommt, ist die Annexion der Krim und der Krieg im Donbass, was zu einem Sanktionsregime gegen Russland führte, das bis jetzt teilweise in Kraft ist. Entsprechend sind auch Programme vom Westen, insbesondere von der EU oder auch amerikanische Projekte, auf Eis gelegt worden. Es gibt aber auch positive Beispiele. Gerade die Schweiz ist in Zentralasien, beispielsweise in Kirgisistan oder in Tadschikistan, mit sinnvollen, niederschwelligen Projekten vor Ort und versucht, einen positiven Einfluss geltend zu machen. Oder auch in Georgien, nicht nur in der Sozialpolitik dort, sondern dort natürlich auch, da spielt ja auch wie zu Iran die Mittlerrolle zwischen Georgien und Russland. Also es ist äußerst komplex, und was noch erschwerend hinzukommt seit 2012, es ist schwieriger für Staaten wie auch für Privatpersonen, Gelder zu inländischen NGOs zu bringen. Mhm. Weil sie laufen Gefahr, auch wieder einer willkürlichen Gesetzesgebung zum Opfer zu fallen. Das ist ein Gesetz, das jetzt gerade vor 2-3 Wochen wieder verschärft worden ist, das nicht nur Institutionen, sondern jetzt auch Einzelpersonen, Korrespondenten, Journalisten, die in Russland schaffen und einen ausländischen Lohn oder Honorare erhalten, mit dem Label ausländischer Agent etikettiert werden können. Mhm. Und das hat natürlich nicht nur für den Korrespondenten gewisse Konsequenzen, in erster Linie für viele gute russische NGOs, die es gibt, das Leben enorm schwierig machen. Also es sind kompliziertere Registrationsbedingungen und natürlich halt auch die Zuwendungen aus dem Ausland sind sehr wichtig. Aber ich glaube, Sie wollten noch fragen wegen der Bürokratie. Es ist, glaube ich, auch wieder so sehr ambivalent, wie das in unseren Ländern oftmals ist. Im Alltag, gerade in Moskau oder in Petersburg, ist das Leben viel einfacher geworden. Auch im Kontakt mit den Behörden, Steuererklärung oder wie zahle ich meine Monatsrechnungen, Fernsehen etc. Das kann man in Moskau seit mehreren Jahren einem Bankomaten erledigen. Das ist etwas, was wir hier noch nicht kennen. Oder als ich 2011 angefangen habe, hat man noch so Taxi bestellt am Wegrand. Das macht man heute nicht mehr. Man hat alles über die App. Und dann läuft man wieder in die geballte Faust von Bürokratie, Korruption und so. Es ist so vielgestaltig. Genau. Also würde ich ganz gern eben mit diesem Stichwort von der Digitalisierung noch ein bisschen zu unserem letzten Programmpunkt kommen. Was sich ja wahnsinnig stark verändert hat, ist die Medienlandschaft in Osteuropa seit 1989, wo wir mit einer Parteipresse gestartet haben, mit einer gleichgeschalteten Presse, wo es dann so in diese eigentlich ein bisschen zum Teil wildwestartigen 90er Jahre ging, wo unter anderem auch viele Schweizer Medienhäuser recht aktiv waren, Titel im östlichen Europa anzukaufen, neue Titel aufzubauen. Und dann gleichzeitig ist ja in diesen 30 Jahren halt auch der Medienwandel eine zentrale Komponente, also der Übergang zur Digitalisierung, die Art, wie wir jetzt Medien lesen, wie wir Nachrichten verbreiten. Und Sie alle nutzen natürlich für Ihre Arbeit sehr stark auch die lokalen Medien in Osteuropa. Und wie erleben Sie das? Wie erleben Sie auch diesen Wandel und die Situation in den Ländern?
Für mich war eindrücklich, als ich 2001 nach Belgrad gekommen bin. Und ich lebe immer noch in Belgrad, nur zum Sagen. Das war der Moment, als sich dann die Medienorganisationen, die westlichen, die internationalen, langsam zurückgezogen haben. Und zwar in ganz Ex-Jugoslawien mit der Begründung, ja, die sollen sich jetzt auf dem Markt behaupten. Diesen Markt gab es gar nicht, hat es nie gegeben. Die Medien, insbesondere in Bosnien und in Serbien, die sind politisch total instrumentalisiert. Es gibt ein Mediengesetz, die Regierung hat eine Medienstrategie entworfen, die wirklich gut tönt, gut ist, und hat diese Medienstrategie nach Brüssel geschickt. Das heißt, dort auf dem Papier ist das okay. Aber wir haben vielleicht in Serbien zwei unabhängige Magazine, zwei unabhängige Zeitungen und vielleicht zwei lokale unabhängige Radios. Alles andere ist unter Staatseinfluss, unter Regierungseinfluss, und zwar via die Besitzer der Medien. Das sind immer dann irgendwelche Parteifinanzierer, die dann auch ihren Radio, ihren Fernsehen und so weiter haben. Freie Medien gibt es sozusagen keine in Serbien oder nur ganz wenige. Wo ein Aufbruch besteht, das ist in sozialen Medien und online. Weil das günstiger ist, haben sich jetzt private Initiativen, wirklich gute Recherchierjournalisten und Journalistenorganisationen etabliert, die wirklich Wirkung zeigen, aber die dann ungeheurem Druck ausgesetzt sind. Also dass beispielsweise die Finanz- und Steuerkontrolle kommt und während 5 Tagen das ganze Büro alles blockiert, die können nicht arbeiten, sie werden angezeigt. Also es passiert dann auf verschiedenen Ebenen, beinahe wie in den 90er Jahren, als eine der einzigen freien Zeitung hat die Regierung einfach das Papier abgestellt. Wir haben kein Papier mehr bekommen, fertig. Und das ist ein echtes Problem, und darum kämpft jetzt die Opposition in Serbien im Zusammenhang mit anstehenden Wahlen, dass sie erst die Wahlen mitmachen, wenn sie auch Zugang haben zu den Medien. Und die meisten Medien sind aber reine Hetzkampfmedien, die mit Gerüchten arbeiten, Diffamierungen und so weiter. Es gibt die anderen und es gibt auch ausgezeichnete Journalisten und Journalisten. Das gibt es auch in all den Ländern, aber mehrheitlich sind diese Medien regierungsgesteuert. Ganz ähnlich bei mir, wenn ich die gute Nachricht zuerst bringen möchte, dann könnte ich sagen, dass es wirklich in allen Ländern, wo ich unterwegs war, sehr gute Journalisten und sehr gute journalistische Projekte gibt. Zum Teil sind das noch Zeitungen, zum Teil sind das Online-Magazine, zum Teil sind das Radiosender, investigative Portale, die gibt es überall. Die schlechte Nachricht ist, dass die fast überall kaum noch jemanden erreichen. Die finden kein Publikum, die werden in den Städten von einer gewissen Elite gelesen und dann hört es auf. Die Medienlandschaft, wenn man davon überhaupt sprechen kann, in den meisten dieser Länder, ist überflutet von Scheiße. Man kann es nicht anders sagen, von Desinformation der übelsten Sorte, die Leute daran gewöhnt hat, dass sie da gar nichts finden. Und das hat verheerende Effekte. Das ist einer der großen Unterschiede, den man dann feststellt, wenn man in die Schweiz kommt, wo es eine funktionierende Medienlandschaft gibt. Da gibt es eine öffentliche Debatte, da setzen sich gewisse Argumente allmählich durch. Man streitet sich natürlich auch, aber man hat einen gemeinsamen Boden in diesem Land und für den Streit, für den politischen Streit. Und den gibt es nicht. Und wenn der wegfällt, dann wird es sehr, sehr schwierig. Zum Teil wird es durch Facebook wettgemacht, was auch hoch schwierig ist. Also Rumänien zum Beispiel, habe ich irgendwann immer gesagt, das ist ein Facebook-Land. Die Leute ziehen ihre Informationen dort, beziehen sie über Facebook. Das ist besser als nichts, aber es ist völlig intransparent. Man weiß nicht, wer was liest, warum er was liest. Und es ist in dem Sinne, ich muss vielleicht noch sagen, ein Facebook-Land, damit meine ich, dass wirklich das Facebook quasi die Kommunikationsinfrastruktur für das Land bietet und das Land die nutzt. Der Präsident von Rumänien kommuniziert
primär über Facebook. Mhm. Das läuft so, das hat alles dramatische Auswirkungen, glaube ich. Das ist ein Riesenexperiment, das da läuft, und ich sehe kein gutes Ende. Was ich festgestellt habe, nur schnell, via diese Kanäle, dass der politische Diskurs im Lande, insbesondere Serben, aber auch im Kosovo, der wird extrem gehässig, diffamierend, hetzerisch. Hass wird auch von den Politikern nur so gespritzt via Facebook, via Twitter und so fort. Und das Ganze wird zu einem aggressiven Klima, wenn es um den politischen Diskurs geht. Ich kann sehr vieles bestätigen aus meinen Beobachtungen, in erster Linie aus Moskau. Ja, in Russland gibt es auch sehr gute, unabhängige, kritische Medienerzeugnisse, sehr gute, mutige Journalisten und Journalistinnen. Aber eben, das Problem, das sind die Verbreitungskanäle und zu einem gewissen Grad auch das Informationsverhalten des Konsumenten. Analysen zeigen, dass sich der Durchschnittsrusse nach wie vor allem über das Fernsehen informiert, über die nationsweiten TV-Ketten, und die sind ganz klar entweder staatlich oder zumindest staatlich gesteuert, wenn nicht kontrolliert. Und ihr habt beide das Internet angesprochen, da gibt es auch eine äußerst bunte und spannende Medienlandschaft, die sich bildet, verändert. Aber in Russland ist auch eine andere Realität, dass die Überwachung des Internets sehr stark forciert worden ist. Es gibt immer wieder Gerichtsurteile, wo Leute für ein Like verurteilt werden und teilweise sogar mit einer Gefängnisstrafe belegt werden. Sehr komplexes Bild auch wieder. Ich erkläre es immer so, wenn man in Russland sich unabhängig informieren will, dann hat man die Möglichkeiten. Ich sehe, die Zeit ist schon einiges fortgeschritten. Mich würde noch interessieren, bevor ich dann wirklich die Fragen öffne für Sie, also bereiten Sie schon mal was vor, wie arbeiten Sie damit, also dass Sie potenziell eben mit einer Mediensituation, wo der Ton gehässig ist, wo man ganz viele Gerüchte hat, wo man vielleicht auch gar nicht weiß, wo sind überhaupt die zuverlässigen Informationen, oder eben der Situation, dass man Leute, Journalisten, Kollegen, Informanten potenziell in Gefahr bringt, wenn man jetzt als quasi ausländischer Agent mit Menschen zusammenarbeitet, mit Journalisten, mit journalistischen Organisationen. Ich glaube, also vielleicht ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass es auch zukünftig Korrespondenten gibt. Mhm. Also Leute, die vor Ort sind, die in den Ländern leben, nicht nur ein halbes Jahr oder quasi noch schlimmer, quasi als sogenannte Fallschirmjournalisten einfach für eine Krise irgendwo abgesetzt werden, kurz reingehen, ein TV, Radio oder einen Zeitungsbeitrag machen und wieder raus. Also ich glaube, das muss uns bewusst sein. Also das ist enorm wichtig, dass man eben mit so einer Expertise vor Ort ist. Und das ist mal eine Rampe, um guten Journalismus bieten zu können. Aber, kleiner Seitenhieb, das kostet halt auch. Mhm. Und wenn ich jetzt so sage, eben, ich meine, SRF und NZZ sind die Medienorganisationen in der Schweiz mit dem größten Korrespondentennetz, aber auch da hat es ja in den letzten Jahren eher abgenommen als zugenommen. Also ja, ganz eindeutig. Meine Stelle gibt es nicht mehr, die wird von Bern aus betreut. Gut, dafür gibt es in Südostasien, es wurde immer kompensiert, und das verstehe ich auch, dass Südostasien im Moment interessanter ist als der Westbalkan. Aber wir haben das kurz vor der Tür diskutiert. Im direkten Kontakt, wenn man Korrespondentinnen und Korrespondenten hat, dann weiß man, mit wem man es zu tun hat, denn es geht um Glaubwürdigkeit und Vertrauen.
vertraue ich dieser Person, ich kenne diese Korrespondenten, lese ich, ich kenne sie nicht, ich lese sie seit mehreren Jahren, bekomme ein Bild von ihr, ihr vertraue ich ihm ebenfalls. Aber das können wir nur machen, wenn eben Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort sind. Und ich glaube, wir arbeiten, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ziemlich ähnlich. Wir müssen überall unsere Kontakte haben. In meinem Fall sind es meistens lokale Kolleginnen und Kollegen. Also ich habe in jeder Hauptstadt, Skopje, Pristina, Tirana, habe ich Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, denen ich, wenn ich in Belgrad bin und über das Erdbeben in Albanien berichten muss, kann ich kontaktieren und die sagen mir, die schreiben mir und ich kann mich auf sie berufen. Und wenn ich eine Reise mache nach Kroatien, dann habe ich ebenfalls dort, das hat gewechselt in all den Jahren, aber habe ich auch eine Kollegin, mit der ich zusammenarbeiten kann, die Reise dann vorbereitet, Interviewpartnerinnen und Partner organisiert und so weiter. Dieser Kontakt ist unabdingbar, plus dann noch viele, viele andere Leute. Und diesen Kontakt zu pflegen, ist eben aufwendig. Also ich kann nicht alle 4 Jahre auf die Wahlen hin in Pristina oder irgendwo einfahren und dann meine, diese Person sei noch da und stehe für mich zur Verfügung und ich habe mich 2 oder 4 Jahre nie um sie gekümmert. Das geht so nicht. Das braucht ständigen Kontakt. Und das ist auch sehr bereichernd. Und das, so bekommt man den Einblick. Sie machen mich dann wiederum bekannt mit ihren Freundinnen und Freunden. Das gibt dieses Netz. Aber das ist nur möglich mit Präsenz und nur möglich, wenn ich reise. Anders geht es nicht. Ja, das war bei mir genau dasselbe. Bei mir kam noch erschwerend hinzu, dass ich für 6 Länder zuständig war, in denen 5,5 verschiedene Sprachen gesprochen wurden, darunter solche Sprachen wie Ungarisch. Ich hatte gar keine Chance, die Sprachen alle zu beherrschen. Ich habe mich ein bisschen mit Tschechisch und Slowakisch vertraut gemacht, was dann auch geholfen hat, polnische Schlagzeilen wenigstens zu lesen, aber dann hört es dann mal auf. Und Rumänisch kann man auch ein bisschen was erraten mit der Zeit, wenn man eben oft ausgesetzt ist, aber ich war nicht mal fähig, die lokalen Medien zu lesen, auch da war ich auf Unterstützung angewiesen. Ich habe genug gefragt. Nein, habe ich nicht, aber ich lasse jetzt mal anderen eine Chance. Wer hat denn, traut sich vor, hat die erste Frage. Vielen Dank für die sehr interessante Podiumsdiskussion. Ich hätte jetzt eine Frage an Sie, Herr Müller. Sie haben erwähnt, dass in ehemaligen Ländern von Jugoslawien, insbesondere eben in Serbien oder zum Beispiel Bosnien, die Medienlandschaft recht staatlich kontrolliert wird und dass eben sehr wenig freie Radios oder Fernseher gibt. Wie würden Sie einschätzen, sieht das jetzt im Vergleich zu anderen Ländern vom ehemaligen Jugoslawien aus, insbesondere von solchen, welche eben jetzt der EU angehören? Würden Sie sagen, es ist immer noch recht homogen oder hat sich dies jetzt nach Kriegsende und seit dem EU-Beitritt von zum Beispiel Slowenien oder Kroatien verändert in den Medien? Hat sich verändert, aber ich muss schnell zurückkommen. Es ist nicht so, dass die Medien von der Regierung kontrolliert werden. Die Medien können schreiben, was sie wollen. Auch die freien Medien können schreiben, was sie wollen. Und dann werden sie daneben verklagt und so weiter und so fort. Aber es gibt die Möglichkeit gar nicht, die objektive Berichterstattung zu machen, weil die meisten Medien eben via Financiers, via Parteikolleginnen und Kollegen unter Parteikontrolle stehen. Wie Serbien, das ist ein Einparteienstaat. Kosovo hat jetzt lange dasselbe Problem, vielleicht ändert sich dort jetzt etwas. Bosnien besonders extrem. Dort ist dann der größte Zeitungsverleger, ist noch Teil der Regierung geworden, also in der Parteienkoalition. Und dort ist immer der Kampf um Freiheit, um Plattformen, um Organisationen, die dann recherchieren, aber dann kein Publikum haben. Kroatien, und jetzt kommen wir zu den EU-Mitgliedern, also Kroatien, Slowenien schon länger,
die haben mehr Mittel zur Verfügung. Aber beispielsweise über EU-Fonds und so weiter und so fort. Aber es geht immer noch, das ist, wie soll ich sagen, ex-jugoslawisch. Man ist immer zusammen mit seinen Kumpanen. Man versucht Einfluss zu nehmen, Projekte werden wieder eingestellt, neue werden finanziert und dann aus einer Zeitung beispielsweise oder einem Fernsehen, dann gibt es diese für 2, 3, 4, 5 Jahre und dann kollabieren sie wieder. Dieses Netz ist völlig intransparent. In allen Medien, also in allen ex-jugoslawischen Staaten, ist das das allgemeine Charakteristikum Intransparenz. Man weiß nicht, wer dahinter steckt. Wenn ich vielleicht noch etwas dazu sagen darf, ich glaube, die Frage geht von der Vorstellung aus, dass wenn die Länder zur EU stoßen, dass dann auch die Medienlandschaft sich verbessert. Ich glaube, die Zustände und die Entwicklungen in der Medienlandschaft haben gar nichts zu tun mit der EU. Mein Eindruck ist eher, das hat ja irgendwie in Russland begonnen, habe ich den Eindruck, wie man eine Medienlandschaft kontrolliert, dass man die wichtigen Kanäle kontrollieren muss und den Rest mit Mist fluten, das wurde ja in Russland vorgemacht. Ich habe gesehen, wie Orban das gelernt hat und habe zuschauen können, welche Regierungen das quasi als Lehrbuch verstanden haben, was Orban in Ungarn vorgemacht hat und auf ihre Weise angepasst haben. Also wir haben es hier mit einer Entwicklung zu tun, die sich meines Erachtens verschlimmert hat, ganz unabhängig davon, ob jetzt die Länder in der EU sind oder nicht. Und der neueste Fackelträger dieser Entwicklung ist vielleicht Donald Trump, der ja systematisch die Glaubwürdigkeit der Medien unterminiert. Und auch über soziale Medien sich ans Volk wendet. Also genau. Das ist nicht, der Unterschied nicht so groß. Ja, auch vielen Dank. Es ist furchtbar spannend. Mich wundert, dass die EU nicht schlechter wegkommt bei der Korruptionsfrage, weil die EU darf ja nur kontrollieren, ob die Formulare mit Anträgen, die nach Brüssel kommen, korrekt ausgefüllt sind. Das haben wir aber schon in den 90er Jahren mit dem Olivenöl gehabt aus Italien oder Griechenland. Der Antrag musste nur korrekt, also Formular korrekt ausgefüllt sein, ob Olivenöl produziert wurde oder nicht. Durfte nicht kontrolliert werden, darf es immer noch nicht. Und warum kommen solche Sachen, solche Aspekte nicht vor in den Medien, wenn über diese Korruption berichtet wird? Weil es fördert ja diese Korruption direkt. Also das ist nur noch länderintern kontrolliert und das kann ja nicht funktionieren. Also jetzt sagen wir mal realpolitisch. Wobei es gibt eine, die EU hat eine Antikorruptionsbehörde, die das untersucht, Olaf. Und da kannst du mehr darüber erzählen, Dinge bekannt aus einzelnen Staaten, nur ist die Frage, was dann die Konsequenzen sind. Aber es stimmt, und das wurde auch schon angesprochen, mit EU-Geldern werden die politischen Eliten mitfinanziert. Also Ungarn, Orban wieder, ist klar nachgewiesen, dass die EU-Gelder in Projekte und in Firmen gehen, die ihm, seiner Partei, verwandt, nahe und was immer sind. Also das Geld geht dort hinein. Und wie das zu kontrollieren, ich wäre der Erste, ich wäre so froh, man könnte das vor Ort direkt kontrollieren. Wobei die EU ist natürlich auch bestrebt, die finanziert den Aufbau von Antikorruptionsbehörden. Beispielsweise in die Schweiz hat die Antikorruptionsbehörde in, ist jetzt nicht EU, aber in Montenegro finanziert, in die Antikorruptionsbehörde in Mazedonien, sehr wichtig, wurde auch mit EU-Geldern finanziert. Dort laufen die Bestrebungen, dass von innen kontrolliert wird, weil die EU keine Möglichkeit hat, von außen diese Kontrolle durchzuführen. Habe ich das so? Ja, genau, das ist das Problem. Also Olaf kann untersuchen, Brüssel kann sogar Bußen verhängen, also die Gelder müssen zurückbezahlt werden, aber das ist alles wirkungslos, weil die korrupte Person muss die Buße nicht bezahlen. Die Buße, die, also wenn ein
jemand in Budapest einen Metrobahnhof baut und dabei irgendwie ein paar Millionen einstreicht, dann mag das auffliegen, mag Olaf das entdecken, mag einen Bericht schicken nach Budapest, mag sogar die Gelder zurückfordern, aber diese Buße wird dann nicht von der korrupten Person bezahlt, sondern aus der Staatskasse. Also das System wird so nicht wirklich, ist so nicht zu beenden. Und Büßen, die korrupte Person büßen, das ist Sache der nationalen Behörden. Es gibt diese Diskussion um einen EU-Generalstaatsanwalt, der wirklich Zähne hätte, die gibt es, aber die Länder hatten bis jetzt keine Einigkeit, das einzuführen. Weitere Fragen? Ja, vielen Dank. Mir hat Ihre Aussage, wir brauchen die Korrespondenten, sehr gut gefallen. Ich möchte das wirklich unterstreichen und bedauere das auch sehr, dass zum Teil eine Person einen Riesenraum abdecken muss und dass in den letzten Jahren auch Stellen abgebaut werden. Ich möchte auch die Jüngeren hier wirklich ermutigen, nutzen Sie Zeitungen, lesen Sie Zeitungen. Es ist immer noch ein gutes Informationsmedium und Sie geben viel Geld aus für Streamingdienste. Da ist dann die NZZ vergleichsweise nicht so teuer. Also das wäre ein Werbeblock, wenn man mal die Kosten... Zwei Franken pro Tag. Ja, genau. Es gibt Studentenrabatt. Also oder es gibt natürlich noch die Bibliothek. Genau. Das muss ich jetzt hier auch noch einwerfen für alle, die sich die zwei Franken nicht leisten. Zur Information, weil es ja auch bei uns ankommt, mit welchem Vorwissen die Leute kommen. Ich finde es sehr interessant, was Sie berichten und möchte jetzt aber doch so ein bisschen polemisieren. Sie haben bislang sehr viel Pessimistisches berichtet. Die Bilder sind nicht gut. Seit Jahren erfahren wir darum und es bestätigt immer wieder das Stereotyp, der rückständige Osten, der unzivilisierte Osten, also all das, was wir schon seit Jahrhunderten eigentlich haben. Wobei man ja auch berücksichtigen muss, 30 Jahre seit der Wende ist jetzt keine allzu große Zeit. Auch Westeuropa hat relativ lange gebraucht nach dem Krieg. Korruption ist immer so der Maßstab. Da würde ich jetzt gerne eine Debatte führen. Wir haben sehr viel Korruption in Westeuropa. Große Bauprojekte, also VW, dieser Skandal, da reden wir jetzt mal gar nicht von. Auch durchaus problematisch. Also es gibt auch in anderen Ländern Korruption, und zwar strukturelle Korruption, die einfach sehr viel besser verdeckt ist. Ist man da nicht manchmal zu streng gegen Osteuropa? Auch das eine gewisse Polemik. Es gibt auch in anderen Ländern, in westeuropäischen etablierten Ländern, bürokratische Monster, die einfach nur Pleiten sind, Großbaustellen, die ein Desaster sind, wo Milliarden verschluckt werden. Um nochmal auf diesen Punkt Pessimismus einzukommen, wenn es um Vielfalt geht, wo sind die positiven Sachen? Wo bieten die Länder uns etwas, was uns überrascht, was uns fesselt? Wo sind Potenziale? Also es ist ja nicht nur alles fürchterlich, auch wenn ich die Probleme sehe, auch wenn man realistisch sein muss, aber wo sehen Sie auch gute Ansätze der Veränderung in dieser schwierigen Startsituation mit der Globalisierung zu konkurrieren? Sofort von einem supranationalen Gebilde in die nächsten Bedingungen hineinzuschlittern, mit EU-Beitritt zum Beispiel, mit allen Maßnahmen, mit einer massiven Deindustrialisierung fertig zu werden, die wir historisch so vielleicht gar nicht kennen, ja, wo es vielleicht kleine strukturelle Maßnahmen gibt. Aber erstmal ist es ein Riesenproblem für die Länder. Mit der extremen Migration, mit Bevölkerungsverlusten, die dramatisch sind und die nicht durch den Krieg verursacht sind. Aber wo sind kreative Potenziale? Also wo können Sie auch sagen, der Westen könnte eigentlich auch von Osteuropa durchaus etwas lernen, wenn man bei dieser alten Grenze bleibt? Wir waren ja nicht nur negativ, also wir wollten ja eher rausstreichen, oder ich auf jeden Fall, dass diese Korruption ein echt kompliziertes Problem ist, dass es gar nicht so einfach ist, sich darüber hinwegzusetzen, dass es Ansätze durchaus gibt. Ein Wort noch zur Korruption. Das stimmt, natürlich sind auch andere Länder korrupt, aber dennoch muss man anschauen, wie die Korruption in Osteuropa funktioniert. Und es gibt einen großen Unterschied. Ich würde sagen, in Westeuropa leben wir dennoch mehrheitlich in meritokratischen Gesellschaften. Ungarn zum Beispiel, würde ich behaupten, sei keine meritokratische Gesellschaft mehr, weil das korrupte System alles durchzieht, weil das Klientelwesen, das Orbán ausgezogen hat, so umfassend ist, dass eben nicht mehr Leistung zählt. Und wenn man an diesem Punkt angelangt ist, das ist als, da kippt eine Gesellschaft und das ist ein größeres Problem
als die strukturelle Korruption, die es ganz sicher auch in westeuropäischen Gesellschaften gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich unterwegs war, wie viele Ansätze ich gesehen habe von Leuten, die durchaus etwas auf die Beine stellen, von Leuten, die sich im Gesundheitswesen mit überraschenden Projekten durchsetzen und dann auch ziemlich schnell vom Fleck kommen bis zu einer gewissen Grenze, wo sie dann für jemanden gefährlich werden, da hört es dann meistens wieder auf. Aber das ist etwas, was eindrücklich ist. Oder wenn ich den Start-up-Geist in einer Stadt wie Bukarest mir angeschaut habe, ist es unglaublich. Also da wird mit einer Leichtigkeit werden da Firmen gegründet, wird etwas ausprobiert. Das ist beeindruckend. Da gibt es diese Geschichten, gibt es alle auch. Also es ist wichtig, dass Sie darauf hinweisen. Und es geht immer um die Menschen. Wenn Sie nach Potenzial fragen, es sind immer Menschen. Und für, ich glaube auch für uns alle ist es immer wichtig, dass wir mit den Menschen sprechen und nicht über die Menschen. Also die Reportage, da gehen wir dorthin, wo die Menschen sind, wo sie etwas machen, wo sie etwas erleiden, wo sie etwas aufbauen. Dort ist das Kapital, das Potenzial. Was aber voraussetzt, dass wir ein funktionierendes Justizwesen haben, das ist das A und O. Wenn das nicht funktioniert, dann kann das Startup noch so gut sein. Wenn etwas nicht einklagbar ist, dann ist das Startup dahin. Dort, das ist für mich also das Wichtigste. Aber nochmals, wo immer ich bin, sind Leute, Menschen da, die etwas machen möchten, wobei ich oft den Eindruck habe, und jetzt werde ich wieder pessimistisch, weil ein Großteil der Bevölkerung derart arm ist, vergeht ihnen jeder innovative Geist, etwas zu probieren und so weiter und so fort. Also es ist ziemlich schwierig, dort, hey, komm doch, mach doch etwas, tut doch etwas und so weiter. Aber ja, es beginnt bei den Menschen, bei den Leuten. Ja, wir berichten kritisch über den Osten. Wir berichten aber auch kritisch über den Westen. Also schauen Sie sich die Vorgänge auf Malta an. Denken Sie an die Panama Papers. Denken Sie ganz lokal an das Bündner Baukartell. Und denken Sie an die USA. Denken Sie an die AfD. Also da gibt es, das ist nur eine ganz kleine Zahl von Dingen, die wir auch sehr kritisch im Westen, unsere Berufsgilde, tagtäglich in den Fokus nehmen. Aber natürlich, es fällt als Journalist manchmal auch schwer. Man ist mit einer gewissen Erwartungshaltung, aber auch mit einer gewissen Realität halt einfach konfrontiert. Was 2014 war ich in Sotschi, das konnte man auch positive Aspekte sehen. Natürlich, man kann auch dort das Haar in der Suppe suchen, dass es quasi nur ein PR-Anlass ist vom Kreml, dass man quasi Sotschi und den Südkaukasus, diese Gegend dort platt macht und auch indigenen Völker noch den letzten Friedhof wegnimmt, etc. etc. Aber man konnte dort auch sehen, dass nicht nur auf der großen Ebene, sondern auch das lokale Gewerbe fähig ist, etwas zu stemmen. Aber was ist passiert? Es war die Schlussfeier von Sotschi, grandios. Am nächsten Tag ist Russland auf der Krim einmarschiert. Also, das war 24 Stunden später, nachdem die versammelte politische Elite der Welt, oder zumindest ein Teil davon, noch im Stadion saß und gesagt, Putin, wie toll, Russland, ja, es geht vorwärts. Dann Tatsch, bumm. Also, klar, Sie können mir jetzt auch vorwerfen, das sei jetzt auch polemisch, aber das ist doch irgendwie auch so das Spannungsfeld, wo wir als Journalisten immer drin sind. Ja. Aber ich verstehe gut, was Sie meinen. Das kommt mir immer wieder entgegen. Warum immer so negativ, negativ, negativ? Und dann sage ich, aber ich bin seit 18 Jahren in Belgrad, reise in der ganzen Region. Ja, aber warum dann? Warum dann? 18 Jahre in Belgrad und so, weil es mir dort besser gefällt als in der selbstzufriedenen, satten Schweiz. Und weil ich dort direktere
weitergehender, vielfältigere, umwerfendere Beziehungen habe über viele Kilometer und so weiter, als ich das hier hätte, wo ich von zu Hause zum Arbeitsplatz und zurückgehe. Ich will das jetzt nicht abwertend meinen, ausdrücken, aber ich fühle mich in Belgrad, in dieser Region, aktiver, lebendiger, als wenn ich hier in der Schweiz bin für längere Zeit. Und das ist mit der Grund, warum ich immer noch dort bin und dort bleiben will. Natürlich, also ich brenne nach wie vor für diese Region, für diese Länder. Ich glaube, da hat auch gerade der Ort, die Universität, auch eine nicht nur besondere Verantwortung, sondern auch Möglichkeiten. Also ich würde alle hier im Raum dazu animieren, reist in diese Länder, schaut, dass auch Gäste in die Schweiz kommen, dass man im Gespräch ist. Das Interesse ist vorhanden. Man mag es auf den ersten Blick vielleicht aufgrund der Propaganda oder all diesen Sachen, die wir jetzt miteinander diskutiert haben, nicht vermuten. Aber eben, natürlich, es ist differenzierter, die Realität in unseren Ländern oder die Länder, die wir beobachten. Es ist, also auch mit unseren Analysen und Reportagen, es ist halt, also wir sind teilweise wie Archäologen, wo die eine Schicht versuchen, irgendwie ans Tageslicht zu bringen, aber es zeigt nur die eine Seite von der Medaille. Das sehen Sie auch, wenn Sie ausländische Presseerzeugnisse über die Schweiz lesen. Dann könnte man auch meinen, ja, nein, aber das hat nichts mit unserer Realität zu tun. Oder? Aber es ist ein Aspekt davon. Ja, aber das war etwas, was mir auch durch den Kopf gegangen ist. Liegt es nicht eben auch in der Natur der Auslandberichterstattung, die so einen starken Fokus auf Politik hat? Außenpolitik, Innenpolitik, Sie alle drei haben andere Genres sehr schön bedient, finde ich immer sehr, Reportagen, eben das nahe an den Leuten sein, aber es gibt automatisch einen gewissen Fokus in den Medien auch, erstmal auf die größeren politischen Ereignisse und wenn es dort hapert, dann ist natürlich der Gesamteindruck ein schwieriger. Es ist natürlich auch einfacher, also die politische Analyse, das ist einfacher. Eine Reportage, wie du das, Walter, erzählt hast, du pflegst über Jahre dein Netz, du arbeitest mit lokalen Mitarbeitern zusammen, mit Stringern etc. Das braucht Zeit, das ist schwierig, das kommt manchmal nicht zustande etc. Was wir jetzt auch bei der NZZ merken, so, ich sage es jetzt ein wenig plakativ, die Good Story-Geschichten, also, die kommen sehr gut an. Also das Leserinteresse ist vorhanden. Mhm. Ehrlich? Ja. Viel Good Stories aus Osteuropa werden geklickt. Ja, ja, ja. Erstaunlich. Ich müsste bei uns nachfragen, ich weiß es nicht. Aber hängt es auch damit zusammen, dass wir vielleicht einfach unsere persönlichen Kontakte in diese Länder enorm verstärkt haben in den letzten 30 Jahren? Und dass wir vielleicht auch ein größeres Publikum hier haben dafür, für Leute, die eben genau nicht diese Standardpolitik waren, oder hängt es mit einer gewissen Politikverdrossenheit zusammen? Dass man sagt, ich mag nicht die 100. Mitteilung über Trump, Putin oder hören, es gibt so eine gewisse Wiederholung. Ich möchte jetzt mal was anderes hören, ich möchte etwas lesen, hören, was wirklich eine gewöhnliche Person in einer serbischen Provinzstadt bewegt. So. Ja, durchaus, also das war auch, ist eigentlich immer die Idee, dass ich einen politischen Zustand abbilde anhand eines Beispiels, einer Stadt, einer Person, eines Betriebes, dass jemand eine Stimme hat. Ich habe wenig, sehr wenig politische Analysen gemacht. Also, und das fängt schon nur an mit den Parteien. Wie soll ich jetzt SNS und papa und papa und papa nach dem dritten Satz. Na, schon nach dem zweiten hört niemand mehr zu. Also ich muss die Geschichte anders erzählen. Ich muss eine Geschichte erzählen und auf rein regierungspolitischer Berichterstattung, da habe ich sozusagen nichts gemacht. Oder nur wenig. Oder dann im Gespräch. Das ist dann wiederum etwas anderes. Wenn es im Zusammenhang mit Wahlen ist beispielsweise, da muss man erklären, wer für was oder für wen steht. Und wie die Chancen sind und was das heißen würde und so weiter. Dort brauche ich dann die Politik.
Ja, Sie sind. Sie haben keine weiteren Fragen. Alles gut. Doch, da ist noch. Vielleicht eine simple Frage. Die Antwort ist vielleicht nicht ganz so simpel. Wir haben zwei Jahreszahlen an die Wand geworfen, 1989 und 2019. Geht es jetzt diesen Ländern besser oder schlechter? Danke. Also wenn man in Jugoslawien fragt, das ist die Antwort klar. Früher war es besser. Jugoslawien war es besser. Keine Arbeitslosigkeit, eine sichere Wohnung, Kuraufenthalt im Bad finanziert. Es war alles da. Ist klar. Es ging ihnen besser. Subjektive Wahrnehmung. 1989 ging es laut den makroökonomischen Zahlen der Ukraine ungefähr gleich gut wie Polen. 2019 ist Polen durch die Decke im Vergleich zur Ukraine. Ukraine klebt immer noch da. Das sind die makroökonomischen Zahlen. Ich glaube, in den EU-Ländern auf jeden Fall war die Hoffnung riesig 1989, dass man aufholen würde. Die vernünftigen Leute haben damals schon gesagt, das geschieht nicht in 10 oder 20 Jahren, das ist ein Projekt für 50 oder 100 Jahre. Aber ich glaube, dieser Disclaimer wurde nicht allzu oft gehört. Und heute gibt es sehr viel Enttäuschung darüber, wie lange die Sache geht. Und dass die Sache voller Widersprüche ist und dass die Verteilung von einem neuen Reichtum schwierig ist. Und also wenn ich die kurze Antwort beantworten muss, würde ich sagen, unter dem Strich geht es diesen Ländern besser, geht es diesen Gesellschaften besser, aber dieser neue Wohlstand stellt neue Probleme. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, man vergleicht ja immer, die Leute vergleichen möglicherweise weniger damit, wie es ihnen 1989 ging, als wie es ihnen heute im Vergleich zu ihren westeuropäischen Nachbarn geht. Mhm. Und da sehen sie immer noch zu wenig aufgeholt. Also da haben sie immer noch zu wenig aufgeholt. Ich gebe euch eigentlich in allen Punkten recht. Ich habe auch aber die Hoffnung und den Eindruck, dass sich gewisse Freiräume neu geschaffen haben. Diese Freiräume schließen sich aber zuweilen auch wieder, dann gehen sie woanders wieder auf. Soziale Mobilität, ich habe zu Beginn der Diskussion ein Beispiel gebracht, wo der soziale Lift nicht funktioniert hat. Mhm. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass mehr Leute Möglichkeiten haben, sich zu bewegen, sich zu verändern, Sachen ausprobieren. In einem gewissen Inertialsystem, die Freiheiten sind teilweise sehr klar abgesteckt. Aber dort habe ich schon Hoffnung, dass die Erfahrung mit diesen Freiräumen, die teilweise eben nicht stabil sind, doch eigentlich auf die lange Sicht wahrscheinlich sehr wirkungsmächtig werden können. Wenn man Russland mit der Ukraine vergleicht, was ist angesprochen, von der Wirtschaftsleistung her ist die Ukraine am Boden, nach wie vor am Boden. Das wird wahrscheinlich auch mit dem neuen Präsidenten Zelensky sich nicht groß ändern. Aber die Gesellschaft ist doch freier, sie ist aktiver geworden. Und da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Und auch viele Russen, die ich persönlich kenne, und die sich einen Ruck gegeben haben und ins Bruderland, wohlgemerkt, gereist sind, wo man ja bekriegt. Die große Mehrheit war begeistert von Kiew. Das ist übrigens auch noch eine Reiseempfehlung an alle, ganz tolle Stadt. Sie können mich jetzt vielleicht einen Optimisten oder einen Naivling schimpfen, aber ich glaube, on the long run ist eben dieses System, das wir auch in Westeuropa haben und leben und wo jetzt versucht die Ukraine den einen oder anderen Aspekt des Systems zu übernehmen mit all den Problemen, da will ich mir einfach die Hoffnung nicht nehmen lassen, dass das Schritt für Schritt zu gewissen positiven Veränderungen führt.
Danke für diesen positiven Schlusspunkt. Danke allen Teilnehmenden wirklich für diese spannende Diskussion, die wir hoffentlich noch ein bisschen fortführen. Danke allen, dem ganzen Publikum fürs Kommen heute und auch die vorherigen Vorträge. Es hat Spaß gemacht, dass Sie zahlreich erschienen sind. Wir werden auch nächstes Jahr wieder eine Vortragsreihe machen. Wer noch nicht auf unserem Newsletter ist, kann sich hier einschreiben. Dann bekommen Sie aktuelle Informationen. Wer noch Literatur braucht und Reiseführer nach Kiew oder sonst wo zum Beispiel, wir haben noch eine Woche offen bis nächsten Freitag um 6, dann sind wir 2 Wochen zu, also kommen Sie noch vorbei. Und danken möchte ich auch insbesondere dem SOB-Team, Florence Irmela und Marco, der heute nicht hier ist, aber die Podcasts morgen schneiden wird, für eure Unterstützung. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Jahresausklang und einen guten Start ins neue Jahr.